Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Ruhlp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 HD Remake oder HD Remake, was auch immer. Ja, in der letzten Folge haben wir uns im Kolosseum durchgeprügelt und alle vernichtet, die uns in den Weg kamen. Was ist denn hier noch? Da war ich noch gar nicht. Und ja, ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen müssen. Ich glaube, wir müssen zur hier diese Masseusen jetzt zurückkehren. Willst du mich auf den Arm nehmen? In diese Seitengassen sollte man sich nicht zu tief hineinwagen. Dort lungern mitunter Finster. Versperren mir ja alle Truhen. Ich werde die irgendwann vergessen und ja, keine Ahnung. Wo solchen müssen man die jetzt hier alle weggehen? Keine Ahnung. Aber jedenfalls, ja, wir müssen zu Madame M heißt sie, glaube ich, ne? Zurückkehren und der. Ja, okay, die weiß schon, dass wir gewonnen haben, die hat ja gesehen, aber ja, wir müssen uns hier unser Kleid abholen für Iris und ja, gucken wir mal, was geht. Na, haben wir dich stolz gemacht? Ah, ihr seid's. Das Kleid habe ich vorbereitet, aber vorher würde ich kurz noch gern was klären. Hab gehört, dass du dieser Alleskönner bist. Im Sektor 5 hast du ja anscheinend schon ganz eindrucksvoll deinen Mann gestanden. Packst wohl gerne fest an, was? Es heißt nicht umsonst, ohne Schweiß kein Preis. Je mehr Leuten du hilfst, desto lukrativer wird das für dich werden. Aris werde ich ein Kleid zur Verfügung stellen, das seinesgleichen sucht. Mach dich auf was gefasst. Aber Zeit ist Geld. Genug geplaudert. Das Kleid ist eine Leihgabe. Damit dürft ihr den Wallmarkt nicht verlassen. Seid ihr soweit? Ich habe ja sowieso alles hier erledigt, ne? Also, ja. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Gut Ding will bekanntlich Weile haben. Das gilt beim Ankleiden ganz besonders. Mal sehen. Was machen wir mit dir in der Zwischenzeit? Keine Massage. Bis zum Wallmarkt hast du es zwar geschafft, aber so richtig amüsiert hast du dich hier anscheinend noch nicht. Hm? Kein Bedarf. Du bist doch sonst auch nicht verlegen, wenn es um Körpereinsatz geht. Wäre doch schade, die Leute auf dem Wallmarkt um die verlässlichen Dienste des Alleskönners zu bringen. Oder etwa nicht? Momentan kann ich dir diese Aufträge vermitteln. Ah, okay. Ich habe dir dein Händchen so schön massiert. Jetzt kannst du ganz doll anpacken, bis du Schwielen dran hast. Also dann, folge mir bitte, Aris. Wie das Kleid wohl aussieht? Bin mal gespannt. Mit einem Kleid allein ist es nicht getan. Nein, nein. Dein dilettantisches Make-up und die Frisur werden wir auch einer Frischzellenkur unterziehen. Wow. Gut, Cloud. Bis später. Bleib vorsichtig. Nicht gespannt. Okay. Was muss ich jetzt machen? Auf ihr warten, Robert. Na gut. Gut, wir müssen da irgendwie ein paar Sachen machen. Also wir haben wortwörtlich Aufträge bekommen, alles klar. Ich dachte, wir waren jetzt irgendwie so Teil der Hauptstory oder so. Aber anscheinend nicht. Da, guck mal. Hey. Das ist, warte mal. 12, 13, 14, alles klar. Oh, hier sind nur 3 Aufträge. Alles klar. Dann machen wir mal. Ich war schon halt Iris. Iris in meinem Team ist. Sie wird ja Iris ausgesprochen, ne? Oh. Hi, was geht? Der Söldner, von dem alle schwärmen, bist du? Du kommst gerade wie gerufen. Irgendwelche dreckigen Mistkerle haben eine Lieferung Güter für den Helmchenhof in den Slums von Sektor 5 gestohlen. Ich kann dir das wagen. Der berüchtigte Meisterdieb, der Racheengel der Slums von Sektor 5. Oh, schon wieder. Dass der Racheengel nur von den Reichen nimmt, war nichts als Strategie, um mit den Diebstählen durchzukommen. Er hat sogar eine Nachricht hinterlassen. Danke für die Waren. MFG, Rocheengel des Slums. Was? Der Rocheengel? Der Racheengel wird wohl noch seinen eigenen Namen schreiben können. Kapiert?
Ich hab doch gesagt, ich hab gesehen, wie hier drei komische Gestalten äußerst. Oh nein, diese Vollidioten schon wieder. Wenn du dir so sicher bist, dann bring die drei her. Beweis mir, dass der Racheengel des Slums nichts damit zu tun hat. Kann ich auf dich zählen? Ich brauche deine Hilfe. Wir müssen die Unschuld des Racheengels beweisen. Der Racheengel nimmt nämlich nur von den Reichen. Er würde nie die Armen bestehlen. Finde dieses Verbrechertrio und bring es her. Ich habe gesehen, wie die drei zur eingestürzten Schnellstraße am Immergrünpark geflohen sind. Na gut. Mache ich doch gerne. Habe ich den freudigen Gesichtsausdruck von Cloud gesehen. So, ich hole mir die andere Quest auch noch direkt ab. Weil ich da auch irgendwie in die Richtung hin muss. Was haben wir denn hier noch? Ich frage mich langsam mal, wann dieses eine Ding hier zu Thema kommt. Was Cloud hier machen muss später. Wer bist du? Willkommen im Fitnessstudio Mann, oh Mann. Ich hab dich schon erwartet. Du siehst sehr komisch aus. Gina, das ist irgendwie so ein typisches Jojo-Gesicht. Würdest du dich mit unseren so ein typischer Jojo-Charakter. Ernsthaft, Chef? Dem halben Hemdchen geht doch sicher sofort die Puste aus. Das sollten wir auch. Würde sagen, ich muss Kniebeugen machen. Kommen lassen. Oder Cloud? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Würde sagen, ich muss Kniebeugen machen. Ja, brennende Schenkel. Auf einen Wettkampf bekommen. Gegen Zenwan antreten. Anfänger, Glücksboost, Meistergürtel. Ja, keine. Du willst dich mit einem Muskelpaket wie mir anlegen? Bist du dir wirklich? Ist ja gar nicht Teil der Story, so wie im Original dann. Du bereuen, du Hungerhaken. Schluss mit dem Geschwätz. Der Wettkampf wird mit Kniebeugen entschieden. So ist das hier Brauch. Also, auf los geht's los. Ja, erklär mir aber erstmal, ich lass dich auf, was ich machen muss. Orientiere dich an den Hilfssymbolen, um das richtige Timing zu drücken, der angezeigten Tasten zu finden und mehr Kniebeugen als dein Gegner zu schaffen. Bei Gleichstand gilt der Weltschritt als verloren. Sobald die Hilfssymbole verschwunden ist, kannst du dich in Clouds Bewegung orientieren. Wenn dein Timing perfekt ist, gewinnst du an Schwung, kannst deinen Kniebeugen schneller ausführen. Bleib ruhig und achte darauf, dass du nicht zu früh oder zu spät drückst, sonst geht dein Momentum verloren. Bei Wettkämpfen gegen stärkere Gegner kommt auch Erschöpfung ins Spiel. Je schlechter dein Timing ist, desto anstrengender werden die Kniebeugen für Cloud. Bei großer Erschöpfung erscheint eine Anzeige, die du durch wiederholtes Drücken voll aufladen musst, um weitermachen zu können. Versuche daher, deine Kniebeugen möglichst perfekt zu timen. Okay. Okay, ich dachte jetzt, das wird irgendwie anders angezeigt. Form vollendet. Jetzt nicht schlapp machen. Oh. Das sieht gut aus. Form vollendet. Weiter so. Trauma. Jetzt nicht schlapp machen. Trauma. Das sieht gut aus. Absolut voll die epische Kampfmusik hier. Form vollendet. Jetzt nicht schlapp machen. Nicht einfach so drücken, ey. Ups. Egal. Man glaube ich, ich habe genau doppelt so viel gehabt. Na dann. Gewonnen. Na, war einfach. Wieso? Wie konnte ich bloß gegen so eine halbe Portion verlieren? Bei Muskeln geht es nicht um Masse, sondern Klasse, mein Freund. Man darf Gegner nicht nur nach ihrem Äußeren beurteilen. Hochmut kommt immer vor dem Fall. Schreibt euch das hinter die Ohren. Danke, dass du ein bisschen aus wie Barrett geholfen hast, Cloud. Und entschuldige die Umstände. Frisur. Wir Muskelmasse. Sind eine große Familie. Und du bist nun ein Teil davon. Schau jederzeit rein, wenn dir nach Pumpen zumute ist. Gemeinsam werden wir dich richtig in Form bringen.
Gott, ich will nicht in Form kommen. Pause mit mir. Okay, ich mache natürlich die anderen Dinge auch noch. Nach einem Training zumute ist, sprich einfach mit Santos oder Sam. Ich nehme an, du bist. Du willst ein Duell? Alles klar, dann lass uns loslegen. So, du bist fortgeschritten, alles klar. Komm her, ich werde Glücksboost haben. Ich merke, das ist eine Materie. Ich sage jetzt aber ein Objekt hier zum Benutzen. Nein, vier, fünf. Na, das ist jetzt schon weggegangen, ey. Zwei, drei, vier, fünf, eins, zwei. Oh mein Gott. Gott, das werde ich nicht on screen schaffen. Ich kann auch eigentlich voll spät nur drücken, ne? Aber der hat schon 20. Nein, das schaffe ich nicht. Nein, das war Gleichstand. Um ein Dingen. Oh. Das gibt's jetzt nicht. Du, da warte, das kriegst du zurück. Warte, das gibt's. Komm her, das krieg ich sowas von, ey. Bist du bereit für unser Duell? Alter. Das sieht gut aus. Form vollendet. Jetzt nicht schlapp machen. Weiter. Ja, der Schweiß muss fließen. Das sieht gut aus. Form vollendet. Ich darf nur keinen Fehler machen. Das sieht gut aus. Form, ihr macht das beide super. Jetzt nicht schlapp machen. Weiter so. Jetzt kommt's drauf an. Weiter so. Los. Jetzt kommt's drauf an. Das ist voll intens irgendwie gerade. Bei mir sieht das voll unnatürlich aus. Ich habe doch vier gedrückt, Mann. Oh nein, jetzt verliere ich wegen den Kack, ey. Weiter so. Das sieht gut aus. Das ist ja richtig im Rhythmus sein, ey. Schweiß muss fließen. Jetzt nicht schlapp machen. Vollendet. Das sieht gut aus. Ich auf Damien, der hat mich beinahe schon wieder eingeholt, ey. Oh. Nein. Okay. Das habe ich doch nie im Leben, ein Profi. Ich hatte jetzt gerade erstmal voll knapp geschafft. Unglaublich gut in Form. Dass immer nur ihr den Spaß habt, ist nicht fair. Traust du dir eine Runde gegen mich zu? Nein. Der macht mich jetzt fertig, ey. Willst du dich messen? Muss ich auf jeden Fall mal offscreen machen, ey. Versuch das nur einmal gegen den. Wird das sowieso nicht schaffen. Hat jetzt schon einen Fehler gemacht. Einfach perfekt. Komm schon, Chef. Ja, eins, zwei, eins. Du wunderschöne Muskeln. Wie all diese Muskeln perfekt haben. Ich bin beeindruckt. Ein Wettkampf auf allerhöchst. Das ist deine Chance. Komm schon, Chef. Jetzt wird es bei mir ein bisschen besser. Da holt mich jetzt ein. Mach mal einen Fehler. Komm schon.
Ah, oh, der macht mich fertig. Nein, jawohl. Also meine Klappe da hinten, ich muss mich konzentrieren, auf mein Knie beugen. Und dann hol mich jetzt nicht ein, ey. Der holt mich nur ein im letzten Moment, oder? Obwohl der hat. Nein, du holst mich nicht ein. Ich habe einen Fehler gemacht. Er auch. Sehr gut. Jawohl. Okay. Keine große Sache. Ja, wie man sieht, Cloud freut sich. Ich hatte ja keine Ahnung, wie stark du wirklich bist. Du hast es echt drauf. Bist du so leise? Alle mal hergehört. Es ist noch Spielraum nach oben, Leute. Also, ran an die Hantel. Okay. Ich hoffe, der Meistergürtel war es jetzt auch wert, ey. Die Knie gezwungen, ha. Alles klar. So, jetzt habe ich Glücksplus und Meistergürtel. Bitte sagt mir, das was Gutes. Ist nicht hier. Das ist da. Für den Champion in Jinan's Fitnessstudio. Erhöht sich um 10, Stärke erhöht sich um 5%. Das ist nicht schlecht. Was habe ich hier gerade? Kraftreif. Stärke um 5, Latte Stärke um 5 und HP um. Ja, das ist cool. Okay, sehr gut, finde ich gut, dass wir das beim ersten Mal mehr oder weniger geschafft haben. Gut, nächste Mission. Schauen wir auch noch in den Part kommen. Da war irgendwie voll, war voll hype, finde ich. Und anstrengender als jeder Boss, wenn ich das mal erwähnen darf. Dreck. Boah. Ich muss da lang. Ich muss da lang. Okay. Gucken wir mal. Wetten, das sind diese drei Vollidioten, wie sonst auch immer. Wie heißen die nochmal? Keine Ahnung. So, am Spielplatz hat er gesagt, ne? Ja, doch, ne, sie. ja, da. Hinterm Spielplatz. Okay, dann zeig mal. Waren wir überhaupt schon mal da irgendwie? Also hier hinter? Ich glaube nicht. Oh, ich höre dich schon. Na, ihr Idioten, na. Was macht ihr denn hier? Ich stelle mich einfach tot. Tot stellen. Du Idiot. Dafür ist es zu spät. Bist du hier, um dir noch eine Trachtprügel abzuholen? Ja, das ist mein Satz. Komm raus. Gibt Arbeit, Kleiner! Wer ist er? Der Undertaker? Das ist unser neuer Bodyguard! Den Kleinen haben wir im Kolosseum aufgegabelt! Jetzt zahlen wir dir jeden blauen Fleck doppelt und dreifach zurück! Doppelt und dreifach, aber... Ich bin doch so schlecht im Rechnen! Was? Ach, vergiss es! Schlag einfach immer Teste zu, Mann! Was eine Unterhose im Gesicht, aber ja. So. Butch, Butch, den einen kann ich gar nicht anvisieren. Da, L-Gigante. Komm mal her. So, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Au, du. Alter. Oh, du. Nee, ne? Hallo, kann ich...
Ich konnte überhaupt nichts machen. Aber was denn jetzt? Hey. Was ist das denn für diese... Langsam geht mir dieser Staatseffekt auf Nerven, ey. Ich sage, der so broken ist, ey. Hatte ich aber eine Idee. Alter, ey. Vor allem, das Blöde ist, ich kann am Anfang des Kampfes nicht wirklich was machen, weil ich brauche ja ATB, um Sachen zu machen. Ne? Das heißt, ich konnte jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Schutzzauber oder so auf mich anwenden und dann in den Kampf gehen. Ne? Ich muss immer erst in den Kampf reingehen und dann kann ich irgendwie was machen. Das heißt, ich könnte mich gar nicht vorbereiten, selbst wenn ich wollte. Das stört mich ein bisschen. So, jetzt muss ich wieder dahin gehen. So. Was macht der denn hier? Ich kann halt nicht überspringen, willst du mich auf den... Ich stell mich an, du Idiot! Komm raus! Was ist das denn für ein Dreck? Muss man jetzt jedes Mal angucken. Jetzt mal ernsthaft, hör auf. Nee, ich krieg jetzt wieder voll auf die Fresse, ey. Da, was zum Teufel? Kein Problem. Alles in Ordnung. Ja, geil. So, Materie heilen hat die nächste Stufe erreicht. Wurde, glaube ich, maximiert jetzt, ne? So, der eine Typ ist ja nichts. Zu früh. Ja, zum Glück habe ich Regen eingesetzt. Ey. Ich bin bereit. So, komm her. Ja, du bist der Einzige jetzt, der irgendwie mir auf den Nerven geht oder so. Ja. Nur kein Übung. Okay, wirksam Feuer ist ja aber. Nein, du. Au. Mein Einsatz. Konter, ja. Ein bisschen Buff, was? Alter, jetzt läuft zum Angriff gerade ein. So. Oh. Ich bin bereit. Los geht's. Oh, ehrlich. Ne, mich glaube ich. Boom, in die Fraser. Oh mein Gott, ey. Ihr kommt jetzt mit. Ja, damit er nicht noch mal irgendeinen Mist macht. Boah, voll nervig. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, so eine richtige Kontrolle im Kampf kannst du irgendwie gar nicht haben. Weiß ich nicht, ey. Ist nicht so wie in Kingdom Hearts oder irgendwie sowas, ey. Hinter dem Racheengel? Oh Mann, ist das ein Dummkopf? Wir sind Racheengel, nicht Racheengel. Halt's Maul, du Idiot! Sieh dir die Kerle doch an. Denkst du echt, die könnten hinter den Kuhs des schönen und intelligenten Racheengels stecken? Nein. Das sind drei Kleinkriminelle, die sich hier in der Gegend eingenistet haben. Lass sie gehen, weil... nicht geglaubt habe. Besser spät als nie. Macht der eine dafür, dass diese Deppen ihre gerechte Strafe bekommen. Okay, Kopf ab. Na los, kommt mit. Ja, der Typ sah aus, als hätte er irgendwie, würde er irgendwie versuchen, Hustensaft oder so zu trinken. Bisschen Respekt, wenn ich bin da. Ja, genau, Riff. Respekt? Respekt. Was ist mit den Gütern? Wenn du willst, helfe ich dir beim Tragen. Nicht nötig. Das schaffe ich alleine. Ich kenne den Weg im Schlaf. Mach dir keine Sorgen.
Der Racheengel hat zugeschlagen. Mir wurde eine Lieferung für Don Corneo gestohlen. Ach, wenn mir doch nur jemand helfen könnte. Ohne dich hätte der Racheengel alt ausgesehen. Danke. Mit bestem Dank, der schöne und edle Racheengel der Slums. Hat mich wohl ungewollt zum Komplizen gemacht. Lass mich raten, die ist der Racheengel, ne? Ich sollte langsam zurück. Die ist bestimmt der Racheengel, ne? Pass auf. Und ich wusste, hier kommt noch irgendeine Mission. Indem ich die beiden erledigt hatte. Ja, wir können ja schon mal die Mission annehmen, dann können wir den Part hier beenden. Ne, klingt das nach dem Plan? Ja, gut, alles klar. Nicht gut, dass die mir zustimmt. Hey, hey, Champion! Nicht so nah, bitte. Lässt dir ausrichten, dass Aris noch eine ganze Weile brauchen wird, um sich umzuziehen. Dürfte ich dich in der Zwischenzeit vielleicht um einen klitzekleinen Gefallen bitten? Ob du aber sicher oder nicht, das Kolosseum läuft fast über vor Leuten, die dich noch mal kämpfen sehen wollen. Was sagst du, Champ? Wir können deine Fans doch nicht enttäuschen, oder? Also, ich erwarte dich im Kolosseum. Na gut. Irgendwie ist aber hier ein Ding, an das es hier weitergehen soll. Der hat mich angelügt. Die sind schon fertig, ne? Materia. Heilen ist jetzt auf Maximum. Ich glaube, ich nehme dann mal eine andere Heilmaterie, die noch Erfahrungspunkte bekommen kann, weil sonst wäre das ein bisschen doof. Ich brauche ja sowieso nur Vitra. Regena ist zwar auch nicht schlecht, aber ja. Stehen brauche ich eigentlich auch die meiste Zeit gar nicht. Ja, was soll's. So. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder so 10 Kämpfe hintereinander machen oder so. Ich würde den Part schon gern beenden. Dann schon direkt weitermachen, ne? Wäre doch gut. Ah, gucken wir mal. Oh, nein, nein, hier will ich nicht mehr rein. Nicht mehr. Nicht mehr seit diesem Tag. Ich ja ein paar Minuten her ist. Hi, na. Hier rein. Na gut, gehen wir schon mal hier hin. Dann sagen, ich beende den Part jetzt gleich, ne? Weil jetzt kommen wahrscheinlich wieder Kämpfe, ne? Also ich die Kämpfe jetzt auch noch schnell machen. Dann haben wir wenigstens alle Quests in einem Part erledigt, ne? Ja, komm, machen wir mal. Wird schon nicht so lange dauern. Weil wann habe ich das letzte Mal auf die Fresse bekommen oder so? Hab noch alles voll ausgezeichnet. Ist irgendjemand hier drin, ne? Nö, okay. So, dann komm mal her. Da ist er ja, unser Champion. So, Sondermatch nehme ich ist mal an. Gruppen voll da drin. Heiz ihn richtig ein. Wir zählen auf dich. Ich hoffe, ich habe jetzt das Richtige genommen. Werte Zuschauer, und nun der Kampf, auf den Sie alle gewartet haben. Oh Gott, schon wieder gegen so ein Viech. Gegen Sams Kampfroboter. Neuer Kampf, neues Glück. Ist die Klinge unseres Champions immer noch so scharf wie früher? Also wie einen Tag vorher, noch nicht mal. Und los! Ich hab Blitz ausgerüstet, oder? Vielleicht war Blitz einer Blitz sowieso. Ja. Oh, komm, schau ich locker. Schau ich locker. Au, au. So, Analyse. Boom. Stehlen. Nix. Soll ich eigentlich stehen? Das ist gruselig. Ich denke, ich kann dann voll die geilen Sachen klauen und so, aber. Nixer. Ich kann die Segen auch irgendwie nicht angreifen. Normalerweise kann man die doch immer ausrüsten, auswählen. Aber ich habe keine stärkere Blitzvision. Sarah, hieß nicht das letzte Ding auch so? Ey, Junge! Was zum...
Ja, nur die Hälfte der HP, ey. Woher soll ich denn damit wissen, dass... Boah, wenn ihr ja nicht voller HP bist, ne? Ich habe noch die Hälfte der HP übrig. Kommt schon. Da kommt der auf einmal... Kommt der... Oh. Ja, Schwierigkeitsgrad hier ist voll irgendwie... Nicht sehr konstant, habe ich so ein Gefühl. So. Da ist er ja. Also mal noch mal. Ist Proppen voll da drin. Heiz ihn richtig. Also er hätte mich auch direkt irgendwie im Kampf noch mal einlassen können, ne? Aber danke. Volle Konzentration. Da steht modifiziert, die Sarah. So, bist du jetzt noch? Nee, du bist nicht analysiert. Okay. Merken. Immer voller AP rein. So, Blitz. Einmal. Und noch mal. Okay. Halt mich mal hoch. Ich habe ein paar AP verloren. Ne? Ich bin bereit. Geblockt. Komm her. So, weiß nicht. Wir wechseln die Kampfhaltung. So, was ist? Gibt's einfach nicht. Der Sieger ist unser Champion Cloud. Sams Kampfroboter zerschlagen. Der irgendwas. Und reif für den Schrott. Hat gesehen, er war gerade irgendwas. Ich habe ja gerade irgendwas gesehen. Und das ist unsichtbar geworden dann. Das ist mir nicht eingebildet, ich schwör's. Hi. Gut gemacht, mein Junge. Ach, dein Anteil, den hast du dir verdient. Madame N. Oh, sie macht sich immer Stab, Eris. Da dachte ich mir, dass ich noch Zeit für ein kleines Kämpfchen habe. Ich liebe es, zuzusehen, wie Sams Spielzeuge kaputt gemacht werden. Davon kriege ich einfach nicht genug. Bin nicht überrascht. Deine Hände sind so stark geworden. Mit so starken Händen kannst du der ein oder anderen holden Dame sicher ein guter Beschützer sein. Das war ich doch immer schon. Eris dürfte langsam auch soweit sein. Ich werde mich schon mal zurückziehen und im Geschäft warten. Komm, wenn du fertig bist. Ja. Also im nächsten Part. Gut, haben wir die Aufträge alle in einem Run hier erledigt. Finde ich gut. Bestmöglichen Wertung. Ausrüstung kann ich auch schon mal ändern für Eris, ne? Magiestab. Vier Dinger, jawohl. Bisschen schwächer, aber muss ja auch noch gelevelt werden, ne? Und sie hat jetzt ein Ding mehr, cool. Alles klar, Materie werde ich noch ein bisschen umändern, offscreen würde ich sagen. Und ja, ich würde dann sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns dann vor dem Shop von Madame M wieder und machen dann weiter mit was auch immer wir hier machen müssen, ne? Nachdem Eris das Kleid angezogen hat. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann ist doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.